So, und ja, da stehen schon die beiden, die jetzt als nächstes zu uns kommen, über die wir gerade gesprochen haben. Jolt und Lina. Oh, ich gebe dir mal ein Mikro, Jolt. Warte mal, mein Ihr Wasser kann Lieben, ich. ich Ja. bin sprachlos. Da ist mir die Pasta und die Pizza irgendwie heute im Hals stecken geblieben. Also, ich hätte mir so gewünscht, dass ihr weiterkommt. Wie fühlt ihr euch? Ja, könnte besser sein. Ja, die Sache ist, Traurig. ja, so ist die Show wirklich. Ich bin sehr unglaublich stolz auf dich. Lina, du hast das super gemacht. Du hast gekämpft bei dem Training. Du hast dich entwickelt. Du hast dich verbessert. Das wird eine Erinnerung in dein Leben sein. Ja, es waren sehr schöne 4 Wochen, 5 Wochen. Das wird wirklich eine tolle Erinnerung sein. Ja. Und ich meine, du hast ja auch jede Woche schön dokumentiert mit den Ja. Polaroid-Fotos. Wo Ja. kommen die Bilder jetzt hin? Hängst du dir die alle auf? Oder machst du so ein kleines Let's Dance-Erinnerungsalbum? Habe ich sowieso schon. Ich habe ja noch mehr Polaroids gemacht. Ich dachte, ich könnte noch ein paar mehr machen, aber ist okay, da habe ich ein paar Polaroids gespart. Ich komme nach immer das Hamburg, ja? Positive. Wir machen das trotzdem. Ja, aber ich habe schon ein ganzes Album. Aber gut, da kommen noch andere Memories rein. Beim Finale kommen wir auch noch mal. Ja. Ich komme euch so besuchen, unterstütze euch weiterhin und gucke das vom Fernseher oder noch mal hier im Studio. Wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn du wieder hier vorbeischaust. Wie sind denn jetzt die Pläne für heute Abend? Lasst ihr euch trotzdem noch mal feiern für den Erfolg der letzten Wochen oder wird es heute eher ein ruhiger Abend? Nö, ruhig nicht. Ich glaube, wir genießen einfach das Beisammensein mit allen. Und ich genieße den Blumenstrauß. Von wem hast du den bekommen? Von der Produktion von RTL, das ist wirklich sehr lieb. Da habe ich Sehr mich sehr schön, sehr gefreut. schön. Das freut mich sehr, dass wir Ja. uns da auch nicht Vielleicht bestellen wir was zu essen. Auf jeden Oder? Fall. Und ein Limoncello. Ich habe es, glaube ich, noch nie getrunken. Ich Ich trinke auch einfach nicht. was anderes. Ist auch Aber ja. heute wäre vielleicht ein guter Abend, das mal zu Auf probieren. jeden Ne? Fall. Ja, vielleicht ist es ein guter Abend. Ich zeige immer den Auf Limoncello. jeden Ist okay. Fall. Ja, und ja, Jolt, wir haben ja vorhin im Livestream schon mal kurz drüber gesprochen. Wir werden dich nächste Woche aber trotzdem noch live im Fernsehen sehen. Ja. Auch wenn Let's Dance nächste Woche Ja. quasi ausfällt. Es gibt ja ein Best-of, was läuft. Aber du bist nächste Woche ja bei der Passion auch Ja. dabei. Und da freust du dich auch schon Ich drauf, freue mich ne? auch für die Passion und ja. Kannst du jetzt gerade noch gar nicht so richtig dran denken, oder in diesem Ja, Moment? also ja, ich freue mich wirklich. Das wird auch eine schöne Zeit, aber das wird immer in mein Herz bleiben, diese Zeit mit dir, Lena. Wirklich. Oh, weil ich weine auch gleich. Die Sache ist, die Leute müssen das verstehen und das sieht man und das spürt man. Das ist mehr als eine Sendung. Das ist mehr als eine Show. Das gehört zu unsere Herzen das ist total voll mit Emotionen und Tränen und Lachen und Weinen und alles zusammen. Und das pusht uns und wir entwickeln dadurch. Und wir kreieren Erinnerungen und schöne Ja, ich Erinnerungen. würde sagen, schöne Ja, Erinnerung. schöne Erinnerungen und das ist das Allerwichtigste. Du hast mir noch gar kein Rumänisch oder Ungarisch beigebracht. Wir machen das. Aber ich werde nach Hamburg kommen und Ungarisch bleiben, ja. Okay, Ja, dann haben wir doch das nächste Ziel jetzt für euch. Das Genau. nächste Mal, wenn du dann hier im Studio zu Gast bist, dann frage ich dich auf Ungarisch oder Okay. Rumänisch ab. Alles Okay. klar? Ah, ja, okay. Sehr gut. Aber danke euch für euren Support auch. Dankeschön. Bis Danke hier sehr. und wir wünschen euch einen schönen Abend. Abend. Und weitere sehr schöne, wie ich es hier so sage, nächste Woche. Let's Dance. Und wir sehen uns dann ja trotzdem im Finale Auf wieder. jeden Fall. Danke euch beiden. Ja. Dann habt noch einen wunderschönen Abend. Schöne Danke. Ostertage. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Und hier wird noch gekuschelt und gedrückt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist heute wirklich auch, vor allem auch mit Jolt, wirklich ein kleiner Schock für alle, oder? Wie seht ihr?